Und wir kommen beim neuen Part Yu-Gi-Oh! Duell! Ja, zeig mal, was du drauf hast! Jetzt testen wir unser neu gebasteltes Deck, was wir im letzten Part erstellt haben. Beste Sturmdeck. Okay, diesen Namen finde ich ein bisschen überheblich. Da ist unser Name, Ägyptischer Zorn, schon einigermaßen sinnvoll. Beste Sturmdeck klingt ja. Da kann man meinen, und so, ne? So, ich beginne als Zweiter. So, ein langes, wir haben ja lang kein Duell mehr gemacht. Gute zwei Parts, muss ich zugeben. Aber es ist wieder an der Zeit, ein Duell zu bewerkstelligen. Er erhöht seine Lebenspunkte um 1000. Oh, beide Lebenspunkte erhöht er um 1000. Die kann man gut mit Simocchi-Allergie kombinieren, diese Karte. Eine verdeckte, okay. Das hat das beste Sturmdeck also drauf. Alles Klärchen. Er verteidigt sich. Und wir haben gleich ein gutes Blatt gezogen. Welches Sphinx und die hier. Das sind beide Karten, die uns erlauben, seine Monsterkarten auf die Hand zurückzugeben. Ich spiele die hier zuerst, weil wir zunächst ein Monster opfern müssen, um die hier zu spielen. Und die erfüllt denselben Zweck wie die hier, bloß bei einem Monster. Und dann setze ich noch zweimal Belastungsprobe eines Reisenden verdeckt. Oder einmal müsste doch eigentlich auch reichen. Ja, einmal reicht, glaube ich, auch aus. Ich glaube kaum, dass er mit so einem hohen Monster, also mit einem Monster angreifen wird, das so eine hohe ATK hat. Und was kommt? Ich bin schon ganz gespannt auf das, was er jetzt spielt. Süß, er gleift uns mit einem kleinen Flügelwächtel an, genau. Und er kann die Position dieser Karte in der Endphase ändern. Das ist ein guter Effekt. Unsere Monster haben genau dieselbe, ja, Angriffs- und Verteidigungspunkteanzahl, nämlich 1400. Wenn er mein Monster allerdings angreift, ist es aufgedeckt und dann kann ich den Flip-Effekt nicht mehr benutzen. Das heißt, ich benutze die Falle, damit sein Monster wieder zurück auf die Hand kommt. Jetzt muss er falsch tippen mit seiner Karte. Die Chance betragen 66,666%. Und der liegt daneben. Okay, er beendet seinen Zug. Jetzt können wir unsere Wächterstatue flippen und ihm sein Monster auf die Hand zurückgeben. Und wir haben eine weitere Statue gezogen. Golem-Wachposten. Gut, ich flippe zunächst meine Wächterstatue. Das gibt sein Monster zurück auf die Hand. Ist egal, was für ein Monster ist. Es kann von mir aus auch, was weiß ich, fünf Götterdrache sein oder so. Egal, welches Monster es ist, es kommt immer zurück auf die Hand. So. Jetzt spiele ich dem Golem Wachposten in die Angriffsposition. Und greife ihn mit beiden Monstern direkt an. Wir haben den Vorteil, dass wir beide Monster jeweils in der Main Phase 2 zurück in die Verteidigungsposition setzen können durch ihren Effekt. Gut, das müsste ihnen jetzt insgesamt 1600 Schaden zufügen. Und wie gesagt, dann setzen wir die Monster zurück in die Verteidigungsposition. Und er muss dafür sorgen, dass er beide klein kriegt, damit er ein Monster auf dem Feld beibehalten kann. Weil wir ihnen seine Monster mit den zwei Monstern immer wieder zurück auf die Hand geben werden. Gut, jetzt setze ich vorsichtshalber noch die hier verdeckt. Dann haben wir noch eine massivere Verteidigung. Und Endphase, jetzt ist er wieder dran. Er hat sechs Karten auf der Hand. Mit den Karten auf dem Feld zusammengerechnet sind es sieben. Damit kann man eine Menge Zeug anrichten. Allerdings muss er zunächst an unsere zwei Monster vorbei, damit er unsere Lebenspunkte angreifen kann. An seiner Stelle würde ich jetzt da die Wächterstatue angreifen.
Denn egal was passiert, sein Monster kommt ja sowieso wieder auf die Hand. Das hätte er sich eigentlich jetzt sparen können, diesen Effekt von diesem Flügelwächter. Okay, was haben wir denn hier? Hammerstoß oder wie heißt die? Ja, genau, Hammers Schuss heißt die, okay. Zerstöre das eine offene Monster in Angriffsposition, das die höchsten ATK hat. Bei Gleichstand darfst du wählen. Gut, momentan ist kein Monster in Angriffsposition auf dem Feld. Denn dieser Flügelwächter ist jetzt in der Verteidigungsposition. Ich könnte jetzt so gemein sein, mir sein Monster schnappen, es opfern und die hier spielen. Ich glaube, das mache ich. Gemein sein ist immer gut in Yu-Gi-Oh! Also, ich gebe mir mal dein Monster. Ich muss ja eh nur die Punkte zahlen, die du mir gegeben hast. Sehr sozial von dir, dass du mir die Punkte gegeben hast. Gut, jetzt biete ich den Flügelwächter als Tribut an. Und spiele Wächtersphinx. Gut, an seiner Stelle würde ich jetzt schon aufgeben, weil ich glaube, das noch zu gewinnen ist fast unmöglich. Vor allem mit seinem schwachen Deck. Er hat kein Monster auf dem Feld, das heißt, wir können ihm noch kein Monster zurückgeben. Interessant wäre es, wenn man immer ein Monster zurückgeben muss. Dann müsste man nämlich immer dafür sorgen, dass der Gegner ein Monster auf dem Feld hat. Oder man müsste dafür sorgen, dass man ein Monster draußen hat, das nicht so wertvoll ist und dass man ungetrost wieder auf die Hand zurückgeben kann. Ein Spirit Monster zum Beispiel wäre hier prästiniert. Oh Gott, jetzt benutze ich hier Fremdwörter, unglaublich. Gut, es müssten ihn jetzt 1700 mal 1,6 plus 1,6 sind. Ah, Mathe! 3400. Haha. Und noch ein direkter Angriff. Das hat also das beste Sturmdeck. Alles drauf. Ich bin beeindruckt. So. Alle unsere drei Monster haben ja denselben Effekt. Wir können sie alle drei in der Main Phase 2 zurück in die Verteidigungsposition setzen. Und ich glaube, ihr versteht jetzt, warum ich dieses Deck für das beste Structure Deck halte. Weil dieser Effekt, der ist einfach nur gemein. Später werde ich dafür sorgen, dass wir eine Zauberkarte ziehen. Ein Spielfeldzauber, die Verteidigungskraft aller unserer Monster um 500 Punkte erhöht. Dann ist es noch schwieriger, an unserer massiven Verteidigung vorbeizukommen. Ich glaube, er ist aufgeschmissen. Na komm, gib auf, tu dir diesen Ding doch nicht an. Diese Pein, genau. Okay, wir haben Canyon gezogen. Diese Karte bewirkt, dass Kampfschaden verdoppelt wird, wenn eins unserer Monster in Verteidigungsposition angegriffen wird. Allerdings bringt die uns wahrscheinlich gar nichts mehr, denn er kommt ja eh nicht an unsere Monster heran, weil wir ihn seinen Monster wieder, immer und immer wieder auf die Hand zurückgeben. So, Monster vom Gegner. Talk to the hand. Gut, ich könnte jetzt die Goroschildkröte setzen. Halt, nein, könnte ich nicht. Oder doch, könnte ich schon. Unsere Monster haben ja weniger als 1900 Angriff. Gut, jetzt alles wieder aufdecken, was wir im letzten Zug verdeckt gesetzt haben. Moment, jetzt muss ich rechnen. 1,7 plus. Ah ja, das sind ja 3,4 Standard. Ja, das müsste eigentlich schon reichen. 3,4 plus die Goya-Schildkröte. Das wären 4,4. Also 4.400. Das müsste ihn jetzt auf Null bringen. Du wurdest angegriffen von einer Schildkröte. Ich wette, der Angriff hat so 2 Stunden gedauert. So, dann greift dich die Wächtersphinx an. Ich frage mich, wie eine Wächtersphinx angreifen kann. Ich meine, das ist ja ein massives Gebäude, ne? Wenn man das so sieht. Und jetzt wirst du von Statuen angegriffen. Okay, Statuen könnte ich noch verstehen. Die erwachen zum Leben und so, ne? Und greifen mit ihrer Axt an und was weiß ich, der wahrscheinlich schlägt so um sich herum. Weil ich traue ihm zu, dass er hier mit den zwei Fäusten attackiert. Nö. Okay, die Angriffsanimation war so ein heller
Leuchtball? Dann greift er wahrscheinlich mit einem hellen Leuchtball wahrscheinlich an. Logischerweise natürlich, ne? Okay, ich habe das beste Sturmdeck geschlagen. Boah, das war aber nochmal sehr knapp. Gut, kriegen wir irgendwelche neue Boni? Leider nicht, okay. Boah, nur 250 DP, das ist ja fast gar nichts. Für das beste Sturmdeck natürlich ist es gar nichts. Janka, du bist zu gut. Ja, ich weiß. Unglaublich, Janka, ich bin von deinen Fähigkeiten wirklich beeindruckt. Ich habe unter meinen Karten eine gefunden, die mir nicht gehört. Hier, du kannst sie haben. Wie kommt die in dein Deck rein? Ich wette, das ist meine. Die hast du heimlich geklaut, nicht wahr? Aha, sieben Werkzeuge eines Banditen, danke. So, und jetzt. Hey, das habe ich ja fast vergessen. Yusei hat nach dir gesucht. Es ging um deinen um seinen D-Runner. Also ist er vermutlich beim alten Highway in den Nordslums. Alles klar. So, ist er wie in einer US-Stadt, in einer US-Vorstadt. Gangs, Ghettos, Slums, Kartenladen. Was ist Kartenladen? Okay, Kartenladen lassen wir mal weg. Okay, wo waren das jetzt nochmal? Hier geht's nicht lang, super. Ha, vielleicht eine Karte. Genau da, in dieser Kiste da. Und? Nur ein weiterer Müllhaufen. Oh. Alles klar, dann gehen wir. Moment, warum benutze ich nicht meine Tastatur? Da müsst ihr meine Maus nicht sehen. So sieht doch viel besser aus, wenn ihr meine hässliche Maus nicht seht, oder? Was meint ihr? Verdammt, nein, hier ist es nicht, oder vielleicht doch, oder vielleicht nicht. Ich bin mir nicht sicher, wo das ist. Halt, nein, da muss ja zu sein. Wir müssen ja zu irgendeinem D-Runner-Zeugs-Dingens. Wo kann man denn mit einem D-Runner fahren? Hier oben vielleicht? Ich weiß ja nicht, wo. Wie war die? Wo war es? Nordosten, glaube ich. Ah ja, hier war es. Außenbezirk Slum. Alles Klärchen. Hey du, was tust du da? Ich will sehen, was du da machst. Ist da irgendwelche, sind da irgendwelche Drogen drin oder was? So, geht's hier weiter? Das ist der Unterschlupf einer Duellgang, die ihr noch nicht geschlagen habt. Und nochmal derselbe Hinweis für Dumme. Und hier der Sonderhinweis für Sonderschüler. Und hier der Sonderhinweis für Sonderschüler, die dumm sind. Macht Sinn, ne? Gut, was ist denn das? Sind das Klamotten oder so ein Zeug? Tatsache. Mann, sieht ja ziemlich freundlich aus. Sieht ja fast aus wie in meinem Zimmer. So, was ist. Nein! Oh, Scheiße. Oh, ich dachte schon, der will sich jetzt mit mir duellieren. Glück gehabt. Ich will nicht, mich nicht mit dem duellieren. Noch nicht. Gut, und findest du ein paar Fische hier im Wasser? Scheiß Angler. Oh, Karten! Karten, 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 Sternenschips ist mir beides recht nix. Und hier der Hinweis für Dumme. Verdammt, warum aktiviert sich meine A-Taste zweimal? Ah ja, da ist ja Yusei. Oder bist du Yusei? Nein, verdammt. Das sah irgendwie auf den ersten Blick aus wie Yusei, wegen den blauen Haaren und so. Kam mir irgendwie so vor. Ach, da ist Yusei. Warte, erstmal muss ich speichern. Hier ist ja zum Glück ein Speicherpunkt. Denn ich möchte nicht beim Motorradfahren failen, ne? Nein, das ist wieder der Hinweis für Dumme. Ich glaube, das liegt daran, weil ich Dingens beim Duellpuzzle so gefailt habe. Oder tausendmal gefailt habe. Deswegen denkt jetzt das Spiel, ich sei dumm. Janka, der D-Runner-Prototyp, den ich für dich verwertet habe, läuft jetzt ziemlich gut. Wie wär's mit einer Probefahrt? Na, meinetwegen. Willst du also eine Runde mit dem D-Runner drehen? Ja, wir drehen jetzt eine Runde mit dem. Die Runner, Beyblade-Style, nein. Es ist noch nicht perfekt, also übertreibe es nicht, okay? Okidoki.
Gut, ich muss mich hier wieder einfinden. Ich glaube, das war Y zum Gas geben. Nein, war's nicht. Verdammt, es war X. Oh, scheiße. Okay, das war's. Wir haben schon jetzt gefailt. Weil ich die Gastaste nicht gefunden habe. Nein, ich fange jetzt nicht mit dem Hitlerwitz an. Das habe ich mir geschworen. Werde ich mir abgewöhnen. Gas. Hitler. Okay. So, hier eine scharfe Rechtskurve von. Wer fährt momentan in Formel 1, in der Formel 1 Weltmeisterschaft? Ich glaube Rosberg, ne? Also Rosberg. Und Rosberg setzt jetzt eine linke Kurve an. Ihm sind die Verfolger direkt hinter ihm her. Nein, natürlich nicht, aber ich sag's jetzt einfach mal so, damit es alles irgendwie spannend rüberkommt. Oh, was ist das? DPs, glaube ich, sind da. Oh, eine scharfe Rechtskurve. Wie gemein. Oh, da hätte ich jetzt fast einen Unfall gebaut. So richtiger Crash in der Mauer hätte es jetzt fast gegeben. Und noch eine scharfe Rechtskurve. Da muss ich jetzt. Oh Gott. Nein! Oh, hey, das war sogar gut, dass wir da runtergefallen sind. Denn da oben war ja, ihr habt es gesehen, ne? Teer und so ein Zeug. Straßenschäden von irgendwelchen Weltkriegen. Oh, scheiße! Verdammt! Jetzt habe ich doch tatsächlich die Mauer gerammt. Immerhin bin ich nicht dafür runtergefallen. Das ist auch mal ein Vorteil. Ach, DP, DP, ich will die TPs haben. Was ist das? Da war doch gerade kurz etwas, oder? Ja, ich hab's genau gesehen. Ihr auch. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich will nicht runterfallen. Das war knapp. Oh, und jetzt noch eine scharfe Rechtskurve. In der Mauer, genau. Und hier noch eine Karte und da ist das Ende. Und auch die Mauer rammen. Verdammt, geht nicht. Oh. Okay, Sturmschlag oder Flügelschlag eines Drachengiganten. Und kalte Welle. Die ist praktisch. Und 60 DP. Ich hätte mehr erwartet, muss ich zugeben. Es lief ziemlich gut, wie. Es reicht noch nicht für ein Turbo-Duell. Aber für Fahrten ist kein Problem. Du solltest dieses Teil einsetzen, damit kannst du schneller fahren. So ein Teil hat er in seiner Hosentasche. Macht Sinn. Achso, das ist ein Chip. Okay, ich dachte, er holt jetzt so einen riesigen Frontspoiler raus. Ich habe übrigens gehört, dieser Duellladen soll bald wieder eröffnen. Dort kannst du Teile kaufen oder am Simulator des Ladens das Fahren mit dem D-Runner üben. Du solltest dort wegen neuer Gegenstrecke und Übungsstrecken hin und wieder vorbeischauen. Ja, wenn ich mal Zeit habe, mache ich das mal. Wenn wir zum Beispiel an einer Stelle nicht weiterkommen, ist das schon, glaube ich, einmal passiert im 2009. Ich bin mir nicht sicher. Okay, jetzt müssen wir die ganze Strecke wieder zurücklatschen, damit sich das Spiel unnötig wieder in die Länge zieht. Yay! Macht Spaß. Genießen wir die Landschaft. Hier sieht alles so schön aus mit den ganzen kaputten Zeugs, Gerümpel und so ein Zeugs. Ja, genau. Okay. BAD-Bereich. Oh Gott. Wer ist das? Hey Janka, wie geht es dir? Noch nicht genug Druck aufgebaut? Dann müssen wir die Gebiete anderer Duellgangs angreifen. Ja, Team Satisfaction wird die Gebietskämpfe überleben und Satellite beherrschen. Wir sollten uns vor dem nächsten Duellkampf duellieren, damit du gut vorbereitet bist. Na gut, machen wir schnell noch dieses eine Duell und dann heißt es Ade für diesen Part. Zeig mir, was du drauf hast. Okidoki. Die Vollstrecker. Wie kam er denn auf den Namen? Er hat bestimmt noch Monster mit 1900 Angriffspunkten, die immer schwache Monster sofort killen sollen. Und die nennt er die Vollstrecker. Ich bin gespannt. Alles klar, wir haben hier Falle, Zauber, kein Monster, ein Monster, das wir nicht spielen können, Falle und okay, wir haben ein beschissenes Blatt, kurz gesagt. Verdammt.
Ich bin richtig aufgeschmissen jetzt mit diesem Blatt. Zum Glück haben wir diese Karte noch. Okay, jetzt setze ich die hier verdeckt und setze die Endphase. Gut, er ist an der Reihe. Ich glaube, er hat so ein Totendeck. Mit so Totenmonster und so. Okay, ich nehme es zurück. Er hat ein Scheißdeck. Jagddrache. Seriously? Jagddrache und zwei Verdeckte. Na gut, ist ein besseres Blatt als das, was ich habe. Oh, auf so ein Monster habe ich jetzt gehofft. Gut, wir können ihm seinen Jagddrache im nächsten Zug auf die Hand zurückgeben. Dann aktivieren wir Schild und Schwert, tauschen die Angriff- und Verteidigungspunkte unseres Monsters aus, sodass die 1800 betragen und dann greifen wir ihn direkt an. Ah, die vielleicht noch verdeckt. Falls irgendwas Fieses vorhat. Mystischer Raumtaifun vielleicht. Oder schwerer Sturm. Man weiß ja nie. Oder Riesentronade. Er setzt eine dritte Zauber- oder Feinkarte. Das beunruhigt mich ein bisschen. Da möchte ich gar nicht mehr angreifen. Das ist jetzt wahrscheinlich riskant anzugreifen, aber. Soll ich angreifen? Ich bin mir nicht sicher. Na komm, ich greife an. Leroy! Jenkins! Okay. Geben wir ihm seine Hand zurück. Geben wir ihm seine Hand zurück auf das Spielfeld. Genau. Nein! Scheiße! Fucking Leroy Jenkins! Der hat mir Unglück gebracht. Was kann diese Karte? Annulliert die aktivieren einen Zauber. Hey! Seit wann ist Golem-Wächterstatue eine Zauberkarte? Ich muss mir den Effekt nochmal durchlesen. Moment! Annulliere die Aktivierung einer Zauber- oder Feinkarte oder den Effekt eines Effektmonsters. Die oder der ein offenes Finstersmonster, das kontrollierst, zum Ziel bestimmt. Und, lass mich raten, zerstöre sie. Jawohl. Verdammt! Er hat meine Taktik kaputt gemacht. Ich hasse ihn dafür. Okay, Zwangsevakuierungsgerät verdeckt. So. Und Endphase. Das kriegt er zurück. Meine schöne Wächterstatue einfach auf den Friedhof legen. Was fällt ihm ein? Dafür gibt's Rache. Oh, Forstplünderer, oh. Bis jetzt hat er nur normale Monster gespielt. Forstplünderer und diesen Drachen da. Jagddrache, genau. oh je, und meine Schwerter sind weg. Das ist nicht gut. Jetzt kann er mich angreifen. Oh Gott, ich habe Angst. Scheiße. Ja, das kann, so kann es enden, wenn man ein beschissenes Blatt hat. Verdammt, er kann mich dann immer noch mit seinem Jagddrachen angreifen, wenn ich die hier jetzt in die Angriffsposition setze. Allerdings kann ich ja seinen Angriff mit seinem Jagddrachen mit dieser Karte hier abwehren. Genau, ich setze jetzt einfach. Nein, ich muss die in Angriffsposition setzen. Was habe ich? Jetzt habe ich mich wieder. Jetzt habe ich Scheiße gemacht. Jetzt aktiviert sie nämlich der Effekt nicht, weil die verdeckt liegt auf dem Feld. Jetzt kann er mich wieder mit dem Forstbinderer direkt. Nee, nicht direkt, aber mein Monster kann angreifen. Verdammt! Alles klar, ich muss jetzt improvisieren. Ich werde jetzt einfach mal die Belastungsprobe dann aktivieren und wenn der Angriff trotzdem durchkommen sollte, benutze ich mein Zwangsevakuierungsgerät. Oh, Goldsarkophag, eine meiner Lieblingskarten. Wähle eine Karte von deinem Deck und entferne sie aus dem Spiel. Während deiner zweiten Standby-Phase nach der Aktivierung dieser Karte, füge die entfernte Karte deiner Hand hinzu. Die ist gut kombinierbar mit Gesicht des Todes. Gut, was holt er sich denn? Was? Kalte Welle? Er möchte anscheinend die Effekte meiner Zauber- und Feinkarten annullieren. Panzerzombie. Hast du auch noch andere Monster außer nur normale Monster? Verdammt, jetzt muss ich drei Angriffe irgendwie annullieren oder abwehren können. Wie viel hat meine Panzerschildkröte an Verteidigung? Oh, nicht viel. Na gut, die hier. Jetzt bin ich gespannt, ob er richtig oder falsch rät. Und er hat falsch geraten. Sehr gut. Back to the hand. Sein zweiter Angriff. Wir können unsere Falle wieder aktivieren. Sie ist ja eine permanente.
Und wenn es nicht klappen sollte, aktiviere ich noch schnell. Ja, Zwangsverkühlungsgerät. Ich hoffe, es geht jetzt. Ansonsten, ja, geht noch. Battle Steps sehr gut. Sorry, aber dein Monster muss zurück, dort wo es hingehört. Auf deine stinkende Hand zurück. Gut, die Chance, dass er jetzt richtig rät, betragen jetzt 50%, weil er weiß ja jetzt eine Karte mindestens. Und er hat falsch geraten. Ach ja, jetzt wünschte ich, ich hätte die Kryosphinx, oder nee, Kryosphinx heißt sie, doch, Kryosphinx, glaube ich, ist es, auf dem Feld, dann wären seine Monster jetzt auf dem Friedhof gelandet. Zweimal Schild und Schwert, ich zieh nur Müll. Ich brauche ein Monster. Spiel, ich brauche bitte ein Monster. Gib mir bitte ein Monster, ein gutes. Ich kann nicht mehr so viele Angriffe auf einmal abwehren. Langsam. Ich habe zwar noch eine gute Falle draußen, aber sobald der mystische Rondafun spielt oder schwerer Sturm oder Riesentornade, kann ich einpacken. Oder seine kalte Welle. Ja, dann kann ich mich nicht mehr optimal wehren. Forstplünderer, das scheint wohl sein stärkstes Monster zu sein, sein Special Monster. Und er probiert es nochmal, er greift mein Monster an. Und was ratst du jetzt, hä? Ich bin ganz gespannt, was er jetzt. Monsterkarte. Falsch. You failed. Eigentlich könnte ich ihn mit der Schildkröte doch direkt angreifen, oder? Ich meine, der kommt ja an meinem Monster nicht so wirklich ran. Und wenn doch, habe ich ja immer noch meine Falle. Aber im nächsten Zug wird er kalte Welle spielen. Das ist nicht gut. Oh yes, yes. Verdammt, er hat kein Monster auf dem Friedhof. Die Karte kann man nämlich nur spielen, wenn der Gegner ein Monster auf dem Friedhof hat. Und momentan hat er keins auf dem Friedhof. Verdammt. Komm, ich decke dir jetzt einfach mal auf. Auch wenn er jetzt seine kalte Welle aktivieren wird und unsere Fallen- und Zauberkarten annullieren wird. Diese Karte kann nur am Beginn deiner Main Phase 1 aktiviert werden. Bis zu deinem nächsten Spielzug können du und dein Gegner keine Zauber- und Fallenkarten spielen und setzen. Heftiger Effekt. Ich glaube, ich habe mal wieder einen Fehler gemacht. Genau jetzt hätte ich sie jetzt nicht aufdecken sollen. Weil jetzt würde er ja seine kalte Welle benutzen und die Karten auf dem Spielfeld bei uns alle annullieren. Danach haben wir ein Monster mit 1-1 auf dem Feld, das er angreifen kann. Mit seinem Drachen zum Beispiel. Was? Ah, jetzt holt er sich zwei Spielmarken aufs Feld. Ich glaube, diese Karte werden wir häufiger in diesem Spiel noch vorfinden, denn diese Karte benutzen die Bösewichte in diesem Spiel so häufig. Ohne jetzt nicht viel spoilern zu wollen. Also gut, dann greifen wir seine Spielmarken halt an. Meinetwegen. Leider landen Spielmarken nicht auf dem Friedhof, sondern werden einfach entfernt. Alles klar, dann. Ich will ihn jetzt dazu zwingen, seine kalte Welle zu benutzen. Deswegen setze ich eine weitere Karte verdeckt, um ihn zu locken. Ja, jetzt kriegt er seine Zauberkarte auf die Hand, die mir Angst macht. Jetzt würde sie spielen, ziemlich sicher. Er hat eine volle Hand, er muss jetzt was spielen. Und er spielt seinen bescheuerten Nadeldrachen. Wenn er jetzt seine kalte Welle aktiviert, aktiviere ich als Kette. Er aktiviert sie nicht. Jetzt bin ich verwundert. Ich dachte, der benutzt sie jetzt. Keine kalte Welle. Und er hat wieder falsch geraten. Na gut, aber wenn er sie aktiviert, jetzt muss er sie aktivieren, glaube ich zumindest. Oder wird sie setzen, zumindest. Ja. Ich glaube, er hat die jetzt gesetzt. Er hat jetzt zwei Verdeckte gesetzt. Eine davon ist bestimmt seine kalte Welle. Ich kann
kann diese Karte nur spielen, wenn sich einmal uns auf dem Friedhof befindet. Hey, ich dachte. Ach ja, stimmt, wir haben ja unsere Statue noch auf dem Friedhof. Stimmt. Gut, dann entfernen wir diese Statue und spielen Gigantes. Ach, übrigens habe ich ja vor ein paar Parts zu dieser Karte Golgantes gesagt. Mir ist jetzt eingefallen, wie ich auf den Namen komme. Golgantes ist nämlich ein Pokémon aus der fünften Generation. Ist mir gar nicht so aufgefallen. So, Schildkröte. Verdammt, ich kann mit meinem Monster nicht angreifen. Es hat er mehr als 1900 Angriffspunkte. Jetzt habe ich mir selber eine Falle gestellt. Aber ich habe noch eine andere Möglichkeit, wie ich mit meinem Monster direkt angreifen kann. Ich benutze Zwangsevakuierungsgerät auf die Schildkröte. So, jetzt kann ich mit meinem Monster angreifen, da der Effekt jetzt weg ist vom Feld. Alles klar, jetzt hat er ordentlich Damage bekommen. Er ist an der Reihe. Er hat wieder so viele Karten, da kann er ihm schwindelig werden. Nein, bitte nicht! Zerstöre nicht meine Belastungsprobe! Nein! Nein! Er zerstört sie. Na gut, er kann ja auch nichts anderes machen. Er muss eine offene Zauber- oder Fangkarte wählen. Und jetzt? Hast du mir nicht schon genug Leid zugefügt? Okay, jetzt spielt der Wortplünderer. Na los, greif mal Monster an, dann werden alle Zauber- und Feinkarten auf dem Feld zerstört. Na los? Hast du die Eier? Oh, er traut sich nicht, was für ein Weichei. Interessant. Moai-Abfangkanonen, die könnte ich mit Schild und Schwert kombinieren. Dadurch werden die Angriffspunkte von dieser Karte zu 2000. Allerdings werden die Angriffspunkte von Gigantes dann weniger. Aber sein Monster hätte dann 1200, dann könnte ich mit Gigantes sein Monster zerstören und ihn dann mit 2000 Angriffspunkten direkt angreifen. Gute Idee, mache ich. Also gut, dann aktiviere ich jetzt die Schild- und Schwert-Zauberkarte, die wir gesetzt haben, und vertausche die Angriffs- und Verteidigungspunkte aller Monster auf dem Feld. Es hat sein Forstplünderer 1200 und unserem Abfangkanon haben 1000, 2000. Gut, dann greifen wir jetzt mit Gigantes seinen Forstplünderer an und zerstören es. Und wir greifen ihn jetzt mit 2000 Angriffspunkten direkt an. Anschließend setzen wir die Kanonen wieder in die Verteidigungsposition, weil sonst in der Endphase sich die Angriffs- und Verteidigungspunkte der Monster wieder zurück vertauschen. Dann hätten die nämlich 1100 Angriffspunkte und wären dadurch leicht zu zerstören. Aus diesem Grund setze ich mein Monster jetzt wieder in die Verteidigungsposition und beende meinen Zug. Das gleiche können wir im nächsten Zug wieder machen. Wir haben ja noch eine weitere Schild- und Schwertkarte auf der Hand. So, jetzt müssen wir wieder warten, bis er wieder seinen Zug beendet hat. Bitte spiel doch endlich die kalte Welle. Auch wenn es jetzt nichts bringt, weil ich eh nur eine Zauber- und Fallenkarte auf dem Feld habe. Welche waren das nochmal? Ich schau mal schnell. Ah, seichtes Grab. Okay. Nein, nein, die habe ich ja hier auf der Hand. Magischer Abfluss. Verdammt, die hätte ich benutzen. Die hätte ich eigentlich schon die ganze Zeit benutzen können, falls er kalte Welle gespielt hätte. Also hatte ich eigentlich die ganze Zeit umsonst Angst gehabt. Oh, Steinstatue. Jetzt wird's schön. So, Moai-Abfangkanonen flippen. Und als nächstes. Da-da-da-dam! Angriffspunkte und Verteidigungspunkte tauschen. So, haha. Jetzt, wenn er sein Monster weniger als 1300 Verteidigungspunkte hat, dann haben wir schon fast gewonnen. Ja, null! Lächerlicher Zombie. Warum hat er so eine schwache Karte in seinem Deck? Wer tut die in sein Deck rein? Ich verstehe es nicht. So, und bei der Steinstatue from the Aztecs oder of the Aztecs. Mein Englisch ist scheiße. Und mit Kanonen greife ich dich direkt an. Die
Diese Statuen sehen aus wie die Statuen auf der Osterinsel. So, wir haben ihn souverän besiegt, ohne einen Lebenspunkt zu verlieren. Ich glaube, das müsste ein neuer Bonus geben. Nein, okay. Dann eben nicht. Nicht schlecht. Weiter so. Wie wäre es, wenn du statt mit der Anführer von Steam Satisfaction. Also, wie wäre es, wenn du statt mir der Anführer von Steam Satisfaction würdest? Hä? Nur Spaß. Hey, ich habe diese Karte vorhin auf der Straße gefunden. Willst du sie haben? Bitte nicht nochmal 7 Werkzeuge eines Banditen. Wie ein verzerrter Kriegswolf ist es, okay? Du scheinst gut in Form zu sein, deswegen habe ich den nächsten Gebietskampf auf morgen gelegt. Wir haben fast ganz Satellite erobert. Wir werden in der Stadt viel bewegen. Vergewissere dich, dass Crow wegen morgen Bescheid weiß. Bescheid wird übrigens groß geschrieben, da es ein Substantiv ist. Liebe Konami-Leute, die dieses Spiel programmiert haben, auf Deutsch. Ist der Kartenladen jetzt offen? Jawohl, er ist offen. Gut, ich werde hier meinen Spielstand speichern. Und dann beende ich den Part jetzt an der Stelle und dann geht's zum nächsten Part. Wie gesagt, warum sage ich immer wie gesagt, obwohl ich es zum ersten Mal sage? Egal. Also, wie gesagt, jetzt habe ich es ja vorher schon gesagt, bis zum nächsten Part. Ciao.